Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich bin heute wieder auf der Jagd nach einem Ticket und heute habe ich das Spiel The Walking Dead No Man's Land. Ich werde es mal starten. Ich habe schon heruntergeladen, meinen Account gefunden. Eine Minute. So, und da bin ich wieder. Schnell mal alles einsammeln hier. Daryl ist abgeschlossen. Perfekt. Na, er hat ja auch ein paar. Wie lange waren das? Monat? Den Monat, wo ich das gemacht habe. Egal. Auf jeden Fall, er hat genug Zeit gehabt. Oh, erstmal die Zombies hier abschießen. Alle down. Shit. Kostenlos. 40, ich habe nur 11, okay. Nein, 11 ist mein Level. Wo waren die Funkgeräte? Da, 11. Ach, auch 11. Bam, bam, bam. Tut mir leid, wir nehmen dich nicht auf, weil wir sind voll. Aber ich kann deine Punkte gebrauchen. Werbung angucken. Ne, das war Shop. Okay, ausverkauft. Und... Oh. Schön, schön. Heute krieg ich war viel geschenkt. Kino brauchen wir nicht. Gebäude. Wir müssen noch eine Farm bauen. Sekunden. Fertig ist er. Müll. Okay. So. Das war Platz für ein nächstes Zelt,
aber kann ich noch nicht bauen. Ich glaube, das kommt dann danach. Ab Stufe 6. Ja, genau, danach. Verbessern wir den erstmal. Ach ja. Schließe Mission ab. 6 Mission. Hier ist die Quest. Schließe Mission ab. 2. Hier ist die Mission. Mission abschließen. Auch gut. Schließe alle täglichen Aufgaben ab. Ich suche ja nur die 6. Also 6 Missionen muss ich machen. Dann machen wir davon. Ich habe 4 Schütze. Warum habe ich 4 Schütze? Viel zu viel. Trainieren. Die sind auf 3 und die sind auf 5. Okay, dann schließen wir mal ein paar Missionen ab. Kapitel. Gehen wir zum Kapitel. Vielleicht kriegen wir den Kapitel fertig. Schwierigkeitsstufe 7. Oh, das wird schwer. Das wird schwer. Schutz mitgenommen habe. Oh oh. Ah, die letzte Reihe lebt noch.
hochschießen. Das war ja richtig heavy. Oh, eine goldene Truhe ist dabei. Wo ist die goldene Truhe? Da ist sie. Da ist sie. Ich hab Angst vor der nächsten Runde. Auch. Oh, oh nein. Probier mal aus. Erstmal brauche ich einen Helden. Abraham. Ja, nehmen wir Abraham, das ist der Stärkere. Ist, wer ist noch? Ich glaube, die beiden werde ich verkaufen. Also den auf jeden Fall, Ronny. Ronny hat hier nichts zu suchen. Ich glaube, den auch. Und sind zu stark, die Zombies. Das kann ich vergessen. Muss ich nach da hinten? Nach da oben. Nein. Scheibenkleister. Ein Zeug.
rein. Ich benutze lieber nicht die 25 Gold, um den zu suchen. Wenn der Gold drin wäre, dann wäre es super, aber ich weiß nicht, ob der Gold drin ist. Ja, jetzt kann ich sowieso nicht spielen. Es sind bei mir alle verletzt. Trainiert, die kann auch nicht kämpfen. Ja. Boah, 8. Ich habe ja schon mit 7 Schwierigkeiten, weil meine noch so schwach sind. Dann kommt die 8. Die kann ich, glaube ich, sowieso vergessen. Dann machen wir eine normale Vorratsjagd. Was brauche ich? Die habe ich genug. Essen habe ich 20.000. Reicht eigentlich auch. Werkstatt. Ramon. Ramon ist mit einer Pistole unterwegs. Den kann ich eigentlich doch dann behalten. Hat er eine Pistole? Eine Pistole habe ich sonst keine. Eins, zwei. Okay, ich habe 3 Leute noch. Ramon, der hat die Pistole. Aber den kann ich wegschmeißen. Ronny. Ronny, 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 Ronny. Ronny im Mülleimer. Verteidiger eingesetzt. Warte mal. Verteidiger, das war bei der bei Mission nicht, das war bei PvP.
7 Stufe, 12 Staffel. Schlachthaus. Na egal, das waren erstmal hier drin. Schwierigkeit 5. Okay, wir schaffen mal die Mission. Hallo. Da müssen wir gucken. Ach, da unten ist es. Wieder reinrennen. Ach, das war falsch. Supi. Ich habe 2 Runden Zeit bis zum Ziel zum Laufen. Das heißt, easy going. Perfekt. Ja, das Goldene dabei. Ein graues? Nee, dafür will ich den Bonus Dinges nicht benutzen. Nächste Runde. Kommen ja 2 Zombies raus. Duck dich, Ken. Boah, gleich kommen auch richtig viele.
Du musst hier nach unten. Gleich die Zombies von unten kommen, kann ich sie einfach so weg. Wegschießen. Ach, die kommen von oben. Wollen wir erst mit denen durch? Dann mit denen. Come on! Super! Die Kiste jetzt hier. Hm, wieder zwei Walkie-Talkies. Ab 18. Naja, habe ich meine Tagesquest jetzt fertig oder nicht? Quest. Erstmal einsammeln. Kann ich mal zwei heilen. Oh, das wird danach größer. Okay. Meine Quest. Quest. Wo waren die Queste da? Noch zwei abschließen. Es geht weiter. Oh, was ist das? Eieiei, sind die auch noch verletzt? Was mache ich denn jetzt? Noch eine Quest abschließen und ich habe keine Leute mehr. Schauen wir mal. Mission. Team aussuchen. Einer. Ich brauche noch zwei. Ja. Das geht wohl nicht. Schau noch mal kurz, was ich hier so machen kann. Einmal Zombie wegballern, den Zombie. Schauen wir mal, ob wir irgendwelche schönen Waffen aufwerten können. Eine hiervon. Nehmen wir das hier von Chris. Oh, eine Schuhe.
Stimmt, das ist auch ein bisschen lange her. 42 Minuten. Jo, ich kann jetzt erstmal nichts machen. Ich muss warten, bis meine Leute repariert worden sind. Oder geheilt, besser gesagt. Aber repariert hört sich witzig an. Das haben wir so alles. Gut. Eine Werkstatt am Arbeiten. Könnten mit dem Funkgerät noch ein bisschen rumspielen. Wir haben 21 Funkgeräte. Boah. Ich muss einen loswerden. Wähle von zwei aus. Da kriege ich immer einen Stern. Da kriege ich immer zwei und darf mir einen von den beiden aussuchen mit zwei Sternen. Da kriege ich drei mit drei Sternen. Und hier kriege ich 4x4. Das ist auch cool. Aber ich muss erstmal einen loswerden. Ja, jetzt zu warten, 5 Minuten ist auch ein bisschen langweilig, das will ich mal sagen. Ich werde das hier beenden, das Spiel für heute. Vielleicht kommt es ja auf einmal nochmal wieder. Kann ich vielleicht noch was einzeln bei den Überlebenden machen? Ich glaube nicht. Den möchte ich ja loswerden eigentlich. Nee, Ramon nicht. Ronny, das war der. Wer soll in der Mülltonne? Guild Wars Verteidiger. Guild Wars Verteidiger. Guild Wars. Bisschen Werbung machen. Vorstellen. Einladen. Kaufen. 400 Gold. Das war mein erster Account, mit denen habe ich eigentlich die Gilde gemacht. Der Red Dog hier. Aber das war der Account, auf den ich keinen Zugriff mehr habe. Und der ist schon Stufe 17. Ich bin erst Stufe 12. Voll ärgerlich. Na gut. Das war's denn für heute. Dann sag ich mal Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn. Ach, dann bin ich hier beim Ding jetzt drin. Und Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss.